hallo, da sind wir mal wieder, Movie Cops on the Road. Ja, eben, ja, nicht ganz. Also, wir sind eigentlich zu daheim geblieben, nämlich wir sind am Fantasy Basel, von Basel nach Basel. Und wie man sieht, wir sind auch nicht ganz allein, viele nette, verkleidete Personen. Wobei, ich nehme jetzt gerade auch nicht mehr wunder, was bist du? Ich bin Katharina von League of Legends, Genderband Cosplay. Katharina? Nein, ich habe keine Brust, darum keine Brust, ein Genderband Cosplay, einfach eine männliche Version von Katharina League of Legends. Ah, gar nicht gewusst, dass das geht. Du? Und nein, ja, und du ja klar, logisch. Aber ganz kurz, vielleicht noch einer. Was sind ihr zwei? Ich habe mich als Jedi-Botschafter von Star Wars The Old Republic verkleidet. Okay, dann zeigen wir das Lichtschwert hier. Sagen wir, kann man das sagen? Ja. Und du da einer? White Queen aus dem Comic Dark Wonderland von Cinescope. Hoi, wie heisst denn du? Was? Ullmann? Ja. Yeah. Nein, Ullmann. Ah, Ullmann. Dr. Ullmann. 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 Hat nichts mit Bier zu tun? Nein. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja. Weil ich anders Bier trinke, ganz einfach. Okay, was trinkst du für Bio? Ja, das, was ich da gerade gekauft habe. Hallo, ich bin Adrian. Adrian, was machst du da, Adrian? Ja, das gleiche wie du. Ein bisschen blöd schwätzen, ein bisschen trinken, ein bisschen die Sachen. Ja, aber nicht das gleiche wie ich, weil ich habe ein Mikrofon, du nicht. Ja, aber du hast... Und ich habe eine Kamera, du nicht. Also machst du nicht das gleiche wie ich. Aber wie kommt man an die Fantasy Basel? Ja, wie so wie alle anderen. Man hört es von einem Kollegen, man sieht es im Internet, man ist interessiert, man geht vorbei. Also eigentlich hättest du es sagen mit dem Drama oder mit dem Zug, aber ist auch okay. Ja gut, du stellst Fragen, wenn du zufrieden bist mit der Antwort, das ist dein Problem. Hast du auch wieder recht. Ja. Hey, mich gefreut, dich kennenzulernen. Hey, du bist ein flotter Sieger, Adrian. Ich würde sagen, es war ein guter Konto, super Sache. Jetzt muss ich ganz kurz eine Frage stellen. Was ist für dich für ein Erlebnis gewesen, endlich deinen Vater zu kennenzulernen da hinten? Tja. So, ich sitze hier mit... Ach komm, stell dir gerade selber vor. Hallo zusammen, ich bin Simone Sier und mein Künstlername ist Luriel. Und ich bin jetzt auf der Fantasy Basel, habe meinen Stand und verkaufe meine Werke und hallo. Zeichnest Porträts. Wie kommt man auf die Idee, Menschen als Manga-Figuren zu zeichnen? Ja, warum nicht, oder? Ich mein, aber warum doch? Warum doch? Weil, ich weiß ja auch nicht, also als Manga-Figur ist man halt sehr idealisiert dargestellt und manchmal möchte man doch auch einfach richtig so hübsch aussehen, oder? Einfach sagen, also die artigsten Leute, die du zeichnest, sehen nicht hübsch aus. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber weißt, Kunst ist einfach so, du kannst mir sagen, was ich ergänzen soll. Zum Beispiel, mach mir ein bisschen cooler, zeichne mir eine Zigarette ins Maul und dann kann ich das für dich machen. Oder ich erfülle dir Wünsche und mache Menschen glücklich. Ich muss nur schnell dazwischen kommen, weil ich glaube, ich habe die Antwort auf diese Frage. Damit Menschen wie du auch ein schönes Bild von sich können haben. Ich kann mal sagen, jetzt Spezialwünsche. Also könntest du mir zum Beispiel Hasenohren machen? Das könnte ich. Oder Katzen. Oder Hunde. Oder was? Interessant, da kommen wir mal nachher darauf zurück, weil du wirst nachher uns zeichnen. Ja. Ich habe auch meine eigene Facebook-Seite. Dort können dir auch meine Work-in-Progress-Bilder anschauen. Ich poste regelmäßig. Und ja, wäre cool, wenn ihr dort ein Like zurückgelassen würdet. Ich würde mich freuen. Du hast ja die ganze Zeit nach deinem Papi gesucht und jetzt hast du ihn endlich gefunden. Geh mal knuddeln. Knuddeln, nicht nein! Die geben sich voll auf Kappe und lachen dabei. An was erinnert mich das? Der Masochismus, wenn wir es zusammen miteinander lustig haben? Zum Beispiel, ja. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz mal fragen. Laufen wir mal nach. Er fragt dann wieder etwas ohne das Mikrofon in der Hand, dann fragt er sich wieder, warum es nicht mehr hört. Okay. Erzähl mal über den YouTube-Channel. Also, ich mache YouTube mit einem Kollegen zusammen. Wir machen Sketchbomben, wir machen Real-Life-Let's Plays, aber alles auf freiem Rassim und Berndeutsch. Bernadette. Das ist schon mal cool, aber du hast gesagt, ihr macht YouTube. Also die zwei machen YouTube. Ja. Also dass YouTube überhaupt da ist, das ist... Aber es lang, wir haben es lange gebraucht, um YouTube aufzubauen, oder? Nein, wir haben angefangen, wir haben ein Video gemacht, wo wir uns vorstellen, was wir machen. Und jetzt sind wir einfach immer mehr Ideen, wir Selfie-Mind-Reihe, wir haben ein festes Gerüchte-Küche, wo wir Gerüchte in die Welt setzen und sicher können sie beantworten in den Kommentaren und am Schluss sind wir auf. Ah, darum das Gerücht, die haben YouTube erfunden. Ja. Ja. Ah, genau. Ja. Du bist übrigens verarscht, das weißt du, ja? Ja, ja. Ja, gut, ja, das ist gut. Ja, 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 ja. Du bist was? Ein Ghostbuster. Ein Ghostbuster, aber genau gesagt, ein Swiss Ghostbuster, oder? Genau gesagt, ja. Drei. Es gibt drei von uns. Ja, wo sind die anderen? Ja, der eine ist gepissen. Der eine ist gepissen. Das ist auch wichtig. Ja, hallo, der andere. Ja, aber eigentlich müssen wir jetzt aufs WC schauen, wo ist das WC?
Ja, das ist irgendwie... Schade. Aber er ist allein gegangen aus WC. Ist allein gegangen? Damit Strahlen nicht geschützt werden. Genau, und ja, ist ja schon erwachsen und all das, weisst du. Okay. Man nicht mehr schauen. Der andere ist draußen am Rauchen. Und irgendeiner ist noch irgendwo rumrennen. Also Kinder, Rauchen ist schädlich. Genauso wie Bier trinken, weil sonst wird man so ein Swiss Ghost Passos. Nein, Quatsch. Endlich ist das eintreten, was ich schon lange wollte. Ich konnte den Good Cop ersetzen durch jemanden, der viel, viel besser ist. Erzähl mal, wie heisst du? Samira. Samira. Und was macht dich so ein besserer... Wieso bist du der bessere Good Cop? Keine Ahnung, aber dann weisst du schon mehr, als der Good Cop weiss. Hallo, du bist? Gabi. Gabi, ich habe eigentlich ein paar Teufelsminions bestellt mit Flügeln, die hier rumfliegen und mich beschützen. Die sind nicht geliefert worden. Was ist los? Ich glaube, die sind verplant. Die sind verplant oder verpeilt? Beides. Beides. Du bist der Gute und du bist der Bär. Ja, wir haben es rausgefunden. Wir haben es rausgefunden. Ich richtig sehen. Das Lob am Ende vom Dialog ist ganz klar ein Good Cop. Provokation, was da der Bär kommt. Ja, so ist es so. Like uns auf Facebook oder Twitter. Robert Lazzaro, if you're watching, he got it right. Ja, wie lange baut man so einen Teil? Ganz einfach. Unendlich lang. Unendlich lang? Du kannst natürlich immer wieder etwas machen. Wir haben jetzt das hier bauen und das ein Kollege. Wo am Pissen ist. Sorry. Und der, der am Rauchen ist, ist auch selber gebaut. Und es ist einfach, du kannst immer wieder Sachen machen. Du kannst immer wieder neues Zeug reinmachen, kannst anderes Zeug reinmachen. Jetzt fangen wir mit neuen anbauen, wo alles wo Metallteile dran haben und so. Es ist wirklich, also, ich sage jetzt mal zusammengefasst, 8 Monate, bis es, du sagst, ist okay, oder? Okay, du darfst ruhig ein bisschen näher gehen, ich beiße nicht. So, aber das? Ja, yeah, okay. Yeah. Nein, und nachher bist du immer wieder dran, weißt du, da kommt wieder ein neues Lichtkit raus und da kannst du Rauch einbauen und all das. Hallo! Ja, also was ist das jetzt genau da? Was muss man da machen? Ja, das ist schon, das läuft. Ah! Ja, genau, schön. Also dein Name ist Hallo, Also, es funktioniert so. Wir haben in diesem Labyrinth Buchstaben versteckt. Und ihr seid. Analphabet. Ja, man kann auch nach der Farbe gehen, nach der Bildlinie. Ich bin farbenblind. Nach der Form? Ich bin der Medic aus Team Fortress 2. Gut, ich habe heute Morgen beim Aufstehen habe ich mir da eine Spritze geholt. Okay. Kannst du das mal anschauen? Das sieht schlimm aus. Ich glaube, da kann ich nicht viel machen. Kann ich nicht viel machen? Nein. Okay, aber wenn wir dran sind, wenn wir schon. Hab du mal geschaltet. Ich hatte ein anderes Problem. Aber das ist ein bisschen tiefer runter. Wenn wir geschaltet. Kannst du schon schauen? Ja, klar. Siehst du das da? Fantastic Empire, also wohl bekannt, wer uns regelmäßig lügt und wer nicht, shame on you. Du bist da also mit zwei Ständen. Zwei Ständen, richtig genau. Ein Stand mit normalen Programmen, die wir im Laden haben, mit Figuren und Merchandising. Und der zweite Stand ist voll mit Comics, Superhelden-Comics. Und ich bin schon immer im Keller gelagert, wo ich nur so spezielle Momente führen nehme. Also wo man nur drankommt, wenn man ganz lieb mit dir ist, im Laden kommt und sagt, hey, wenn man ganz lieb ist, genau, und ja, ja. Hab dies Mu, das ist mein Spruch. Ah, okay. Das ist wie so eine Black-Metal-Schrift, wie, was Fizzers. Heißt? Fizzers, okay. Ja. Mit Triple Z. Mit Triple Z, genau. Und das ist ein bernerischer... Das ist ein bernerischer, ja. Comedy-Channel. Genau. Also, als ob die Berner nicht schon allein für sich schon Comedy sind. Und was machst denn du da am Fantasy Basel? Löckli um und leg, dass mir etwas gefällt. Mhm. Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Sagt Movie Cops. Movie Cops? Genau, das ist gut. Und sonst? Ja, und sonst hat mir eigentlich alles auch sehr gut gefallen. Das ist doch eine Ansage. Aber ich denke, ich behalte dich als Good Cop als neu, ja? Was hast denn du mit deinem Gesicht gemacht? Ja. Der Zombie-Apokalypse, das passiert halt. Was passiert? Hat ja schon mal jemand gesagt, dass du einen Spruchfehler hast? Das ist so beim Zombie. Da kann ich auch nichts dafür. Und hast schon immer den Wunsch gesehen, mal ein Zombie zu werden? Wieso? Ja, innerlich ist ein brennendes Feuer für einen Zombie. Weil diese Untat können nur getötet werden, wenn sie den Kopf verlieren. Und sie machen allen Angst. Und das willst du auch? Ja, das will ich auch. Also du bist auf dem besten Weg, weil du machst mir momentan extremst Angst. Ja, das hat nichts mit deinem Make-up zu tun.
Wir sind so an der Fantasy Basel. Wo trifft man euch denn schon in der Schweiz? Oder sind ihr eher in Deutschland oder so unterwegs? Nein, nein, in der Schweiz. Also ich und mein Kollege Derek, das ist der... Der auf dem WC? Nein, nein, der, das ist der, wo wir rauchen. Ist mittlerweile ist wahrscheinlich auch aufs WC gegangen. Ja. Ja, wir machen eigentlich ziemlich viel. Wir gehen auch einfach in den Ausgang so zum Teil. Ah. Und dann, weißt du, Partys, 80er-Jahr-Partys. Und in einer Woche gehen wir auf London, an der MCN London. Das ist europaweit die größte Comic Convention. Gehen wir zweimal im Jahr. Respekt? Ja, ich meine, es ist huere geil. Und, ja. Wir sind in der Murikops in der Sendung. Unglaublich. Also jetzt haben wir es geschafft. Hey, ich brauche ein High Five auf das. Ja. Eins. Super. Okay, und wie viel Zeit haben wir? Unbegrenzt. Hey, machen wir mit. Wie heisst du? Nikolas. Was nochmal? Nikolas. Nikolas, und du heisst? Michi. Und als was bist du verkleidet? Alucard von Helsing. Und du? Normal. Und laufen dir öfters hier im Lobbyring rum? Ja, eigentlich schon. Ich bin sehr begeistert. Immer. Ja, apropos Verkleidung, mal ganz kurz mal schauen. Da kommen wir mal drüber. Hey, du heißt? Lei. Und du bist als was verkleidet? Lei. Monokuma aus. Mono was? Monokuma aus Danganronpa in einer menschlichen Version. Monokuma in einer menschlichen Version. Okay, mein Hirn hat sich jetzt gerade ausgeklingt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was sie geredet hat. Aber es tönt super. Es ist deutsch gesehen. Es ist deutsch gesehen, glaube ich. Oi, du, wie heißt du? Bleib mal da. Wie heißt denn du? Konstantin. Als was bist du verkleidet? Konstantin. Als mich. Als dich. Und wie bist du auf die Idee gekommen, als dich zu verkleiden? Weil ich erst morgen verkleidet komme. Als was kommst du verkleidet? Als Jedi. Als Jedi? Also, ja. Also der Schneemensch da? Nein, als Jedi. Also, Star Wars, aber der Schneemensch ist doch ein bisschen irgendwie abgeknudelt. Ich meine. Wie kommst du auf Schneemensch? Jedi? Das ist Jedi. Nein, Jedi. Was ist ein Jedi? Jede Frau, die da rumläuft. Jedi. Ach, du kommst als jede Frau, die da rumläuft? Nein. Nein, Jedi, weißt du, was Star Wars? Du bist so badass, du musst einfach vor die Kamera. Aha. Okay. Gut, das ist ein Mann drunter, scheiße. Ich habe gedacht, es ist eine Frau drunter. Ja, shit happens, so kann man sich täuschen. Beim Unterstand habe ich die Verantwortung überlassen, da habe ich wirklich zwei freiwillige Helfer. Die haben super Einsatz zeigen besetzt und auch, werden auch weiter super Einsatz zeigen. Und ich glaube, die werden sicher auch euch Rede und Antwort stehen. Dann schauen wir das mal an, weil freiwillige Helfer, ich muss sie mal anschauen, weil dann kann ich da unfreiwillige Helfer mal loswerden. Das ist gut, das ist schlimm auf höchstem Niveau. Und vor allem, wie du gesagt hast, sie werden sicher weiterhin super Arbeit leisten, weil du brauchst sie ja da angenommen, aber da genau! Sonst bauen sie ab! Genau. Und freust du auf den neuen Star Wars-Film? Ja, bin mir gespannt. Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, hä? Das ist geil. Han Solo und Chewbacca sind daheim endlich, gell? Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. So. Nicht Spoiler, hat der Trailer noch nicht gesehen. Oh, Scheiße! Gott verdammt, einmal so einen scheiß Fachbegriff kannst du merken. Wenn dir irgendein Scheiß erzählt, vergiss ich den Scheiß gerade wieder. Komm mal da hin. Also, hey, ich tue nicht spoilern, aber nur so viel. Han Solo und Chewbacca kommen drin vor. Ja, das weiss ich jetzt gerade noch. Und sie sind daheim. Und du siehst, wie sie daheim leben. Ja. Chewbacca, wie noch Kuchen backt. Han Solo, wie noch Fernsehen schaut. Das Han Solo ist eine rechte Assisau in diesem Film. Und was er mit Chewbacca macht, es ist nicht schön. Aber Chewbacca ist mal stuben reingesehen, ist es aber jetzt nicht mehr. Gretchenfrage, Ghostbusters 1 oder Ghostbusters 2? Welches ist besser? Das 1. Aha. Aus einem Grund, weil du siehst viel mehr vom Zeug. Und gibt geile so Details, wo du siehst, was Schaumstoffpack haben und so. 1 ist besser. Wie kommt man eigentlich die Idee, als Deadpool an Fantasy Basel zu kommen? Als was? Also als Deadpool ohne Maske und ohne Deadpool-Kostüm, aber als Deadpool. Ah, sehe ich so aus in dem Fall? Ja, ja. Wie okay. Rote Stecken. Nein, ich muss sagen, ich bin eigentlich leidenschaftlicher Schwertkämpfer, so hobbymässig, und jetzt ist es super geil hier. Ja. Ich habe jetzt plötzlich Lust auf eine Melone. Keine Ahnung wieso. Alle, mach die Zunge rein. Also ganz ehrlich gesagt, als pubertierender Bub kommst du da nicht raus. Du bist den ganzen Tag am... ja. Otto, wenn man andere Präferenzen... Alle, hör jetzt auf, das Teil zu filmen. Otto, wenn man andere Präferenzen hat... Ja!
Ich bin so eine Pfeife, echt. Ich glaube, jetzt habe ich die Kamera mal eingewickelt, da hätten wir das Mikrofon da. Ja, da filmt auch irgendein Seich da, man weiß es nicht. Ich habe es eigentlich verdacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe sieben. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ah, ist wieder da. Aber ganz ehrlich gesagt, wie sind die Eltern auf dir auf die Idee gekommen, dir den Namen zu geben? Ja, ich habe schon als Baby immer mega viel geredet und geschrien. Dann haben sie einfach gedacht, sie Hast du doch sicher die Mutter bei der Geburt gesehen? Genau. Ah! Komm, 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 jetzt, komm. Schnell. Ja, aber oh shit, das ist ein guter... Also du hast schon mal einen Film gewonnen, weil du hast unsere Sendung recht gut erkennt. Du bist in Oh Shit. Die Sendung, ja genau. Das ist Dann gehen wir mal zu deinen Jungs schauen, ob die gut arbeiten. Wir gehen jetzt mal so... Ich muss leider hier noch die Stand beziehen. Nein, wir machen das so voll undercover. Ja. Gehen wir mal schauen, ob die anständig arbeiten, die Freiwilligen helfen. Genau. Wir sind so eine Art Plansequenz. Wir machen das jetzt schnittlos vom einen Stand zum anderen über. Flup. Also der Chef hat gesagt, was du machst, ist scheiße. Also wirklich gesagt, also kannst du eigentlich gehen, wir übernehmen den Stand, ist okay. Nein, ist er noch. Er hat gesagt, du darfst gehen, kannst die Kasse hier lassen, Schlüssel am besten auch und so. Und wir kümmern uns darum. Also hast du noch irgendwelche Weisheiten für die Jugend, die dich jetzt sieht und denkt, wir nehmen den jetzt als Vorbild und wollen unbedingt auch als schwarzen Block rumlaufen? Also zum Beispiel sich nicht von zwei blöden Heinis mit Mikrofon und Kamera anquatschen oder so? Ja, so etwas zum Beispiel. Und ja, ich brauche noch ein paar Orks, also sollen wir mal bekommen. Die liebste Dialog aus Ghostbusters? We came, we saw, we kicked his ass. That's it. Der Ding, der Gutkopf würde gerne mal gegen dich kämpfen, hat er gesagt. Okay. Was? Machen. Doch, ja. So, also jetzt kommentieren wir mal, wie der Gutkopf eine auf die Fresse kriegt, ja. Vom Wannabe Deadpool. So, ja, schön. Ja, komm jetzt, kämpf wie ein Mann. Das ist schon besser als ich denke, aber macht mir fast Angst. Ja, das läuft. Abonnieren Sie! Wie heißt es schon wieder? Kenny. Was nochmal? Kenny? Ja, richtig. Kenny? South Park. South Park? Ja. Deine Eltern sind South Park-Fan? Nein. Kenny Roberts. Kenny. Ah, okay. Also Kenny aus South Park als Zombie, ja? Ja. Winke meine Kamera noch, Kenny. Super. Ich habe das O nicht gefunden. Ja, es gibt auch kein O. Weil ah, dann ist das erklärt. Das heisst mittlerweile, wir haben ein paar Buchstaben verloren. Nur noch. Das ist günstiger im Layout. Ja, vermutlich, ja. Nein, es ist einfach ultra cool und hip. Jetzt müssen wir ganz schnell fragen, bist du jetzt auf dem WC gesehen oder gesehen rauchen? I have nothing to say, I plead the fifth. It was a smoker guy. Ah, you were the smoker guy? Yeah. So you've been smoking now. Was it good? Smoking what? I don't know. See, this is why I tell you not to let it. Wie kommt aus die Idee, Figur aus Avatar zu? Ich bin kein Avatar, ich bin aus Star Wars. Star Wars, das ist das Konkurrenzprodukt von Star Trek, oder? Auch. Ah, die machen auch das, also wenn man irgendeinen Wunsch hat, machen die das. Wenn ich jetzt zum Beispiel würde sagen, ich hätte gerne Jason Voorhees so. Ja. Für dich sind es 180 Punkte. Das heisst, DVD und Blu-ray ausfüllen. Oh, geil, machen wir Platz. Plus. Ja. Ausfüllen? Ja, das macht nicht später. Jetzt lass mich zuerst mal den DVD. Also, Sie haben es gehört, wenn irgendjemand den Bad-Cop will, einfach mal hier eine Mail schreiben und dann will ich dann das Resultat sehen. Flup! Ja, und flup. Das war nicht schnittlos, du Pfeife. Schnittlos weg, wenn wir jetzt überlaufen und die Kamera uns folgt. Da haben wir gesagt, Plan. Ja, das macht sie ja sowieso. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, aber schon allein, wie er die Schachtel aus dem Regal genommen hat. Ja, das ist schon recht. Ja, und dann zeigt er sie so mit der Kante gegen Arme nach vorne. Es fehlt ein bisschen Esprit, es müsste viel mehr Druck dahinter, viel mehr Leidenschaft. Also, ich fände es auch gut, wenn er vielleicht sich da ein bisschen da oben durch frei machen würde oder so. Ja, absolut. So, you're the Ghostbuster that had a cameo in Breaking Bad. Did the Ghostbuster have a cameo in Breaking Bad? I don't know, but...
probably was me. Yeah, I don't remember, dude. Sie ist jetzt Star Trek, du bist Star Wars. Wie tut sich das, vertragen die euch? Ja, natürlich, absolut. Wir sind ja, so natürlich ist das nicht. Blau. Wir sind auch beide blau. Also ob jetzt blau-blau oder blau-blau? Blau-blau. Blau-blau. Ich nehme einfach, Blu-ray, egal was du willst. Ja klar nehme ich Blu-ray. Ja, nein, vor allem Side-Effekt, übrigens ein recht geiler Film von Steven Soderbergh. Könnt ihr vielleicht mal ein kleines Kurzreview machen mit Jude Law, der Rooney Mara, der Catherine Zeta-Jones und dem Channing Tatum. Wirklich gelungener Thriller, bin ich damals im Orange Cinema vor, vor 2 Jahren schauen. Aber wir fragen jetzt ganz kurz nochmal, boah, ja, wie geht's? Kennst du den Film übrigens? Ich habe mich für das entschieden. Absolut keine Ahnung. Großes Teil, ja. Hey, grösser als Ghostbusters im Fall. Ja, du hast und du musst nicht einmal einen Rucksack anlegen. Du hast den grössten hier, ne? So, how long are you a Ghostbuster? For how long now? Since the 80s. Since I was a kid. Yeah. Since you were a kid already? Yeah. And how many ghosts have you trapped since then? Honestly, none. That's real life Ghostbusters. That's how it is. They take money for nothing. Kurze Frage, hast du gewusst, dass er einen Sprachfehler hat? Nein. Red mal etwas. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, jetzt merkt man es, ja. Ja, jetzt merkt man den Sprachfehler. Was sagst du zu seinem Sprachfehler? Es ist recht interessant, vor allem wegen seinem Aussehen. Es passt recht gut. Ja, jetzt da schon ein Kritikpunkt. Ja. Das hat jetzt super geil ausgesehen, aber eben sein Kopf ist immer noch auf seinen Schultern. Wir sind gemeinsam hier zu Bad. Was ist jetzt zu deiner Verteidigung zu sagen? Hallo Mami. Hallo Mami, wie heißt du? David. Ja, das ist viel besser. Das ist viel besser. Nachdem wir schon 2 von diesen 3 Ghostbusters genervt haben, fehlt noch eine von der Erbauerinnen oder von der Erbauer von diesem wunderschönen Ghostbusters zentralen Häuschen aus Lego. Und du bist? Ich bin Patricia. Freut mich, Patricia. Und du hast das mit deinem... Mit meinem Freund zusammen haben wir das realisiert, genau. 10 Gründe, wieso Star Trek besser ist als Star Wars? Sag ich nicht. Sag ich nicht? Nein, weil es ist nicht besser, es ist anders. Aber das ist ja wieder besser. Ein großer Unterschied ist sicherlich, Star Trek ist mehr Science Fiction und Star Wars ist mehr Fantasy mit Science Fiction. Und da, es passt zusammen, aber... Es das ist jetzt aber schön Ausdruck. Nein, das ist wirklich so. Fantasy Basel. Aber der geilste Anlass, die geilsten Leute, die geilste... überhaupt alles. Das ist geil. Und es läuft wie Sau bei euch, habe ich gehört. Da können wir kaum nachher. Und ihr habt jetzt schon zum 4. Mal das Regal wieder gefüllt in den letzten 2 Stunden? In der letzten Stunde 4-mal. In der letzten Stunde sogar? Ja, ja. Aber das ist recht die Arbeit. Werdet ihr auch noch Gewicht zahlt, wo der da rumlüpft? Nach Gewicht, ja, das stimmt. Nach Gewicht. Und nach Menge halt pro Produkt. Ja. Aber das machst du jetzt schon wie lange, so rumzulaufen? Das mache ich jetzt erstmal. Das erste Mal? Ja. Und wie ist so der Eindruck so am Fantasy Basel, wenn das jetzt gerade hier ausgerechnet, wo auch zum ersten Mal das Event stattfindet, das machst du? Macht es Spass? Es macht Spass, ja. Es ist gut, es ist lässig. Ich habe mir es noch grösser vorgestellt, aber... wenn du dann so ein bisschen an den Vortrag gehst und so, dann ist der Tag gleich schnell rum. Also Lord Vader will ich jetzt eigentlich 500 Ersten beitreten. Die haben ja hier oben auch einen Stand. Ja. Und das ist eigentlich ein langfristiges Ziel, dass ich dort Mitglied werden kann. Auch gibt es so ein riesen Aufnahmeritual. Ja. Man muss viel akkurate Kostüme haben, die sind sehr heikel. Und einmal den Todesstand zerstört oder verteidigt haben. Ja, aber du kannst jetzt wenigstens angehen und sagen, den Bad Cop habe ich jetzt schon mal geköpft. Ja, das ist schon mal ein Referent. Das ist gut, das finde ich gut. Kommt ungefähr so, als ob der Ewok geköpft wird. Also von dem her ist es gut aufs Ende. Ja, also die Ewoks, die machen sich noch gut auf dem Grill, was ich bei dir weiss nicht. Nein, bei ihm hat jetzt eh noch Lord Helmchen gesagt. Sehr freundlich, danke. Er nimmt den Hosenlook. Ich nehme die Biografie vom Bad Cop. Danke, sehr freundlich. Das ist der Bad Cop, der muss ein kleiner sein, ist logisch. Ja, und der Grosse, das bin ich dich, das ist der Kameramann, den seht ihr jetzt nicht. Und in dem Film sieht man, wie der Bettkorb auf den Rücken gelegt wird. Super, ganz toll. Im Sägemehl. Genau. Weil es gemütlich ist und warm gibt. Für alle, die ein gutes Magazin mit einer komischen Rechtschreibung lesen wollen, der Rückster.
unbedingt das grösste Schweizer Musikmagazin. Ja, Rüxel. Man hätte ja nicht die ganzen Teile einfach so rumliegen und kann dann schnell einfach mal ein Ghostbusters-Häuschen zusammenschustern. Wie habt ihr das angebracht, dass ihr das Konzept so könnt auf Beistellen, nicht auf plötzlich stellen? Er hat die ganze Anleitung und alles hat er selber zusammengestellt. Also auch realisiert in 3D, in einem Programm im Speziellen. Und Teile haben wir aus der ganzen Welt, also wirklich aus der ganzen Welt, zusammengekauft. Also die haben wirklich zuerst eine Anleitung kreiert und anhand von dieser Anleitung dann Teile zusammengesucht? Das hat es ja nicht gegeben. Das Haus gibt es so in dem Sinne nicht. Das gibt es erst, seit wir es gemacht haben. Komm mal her! Ja, ich bin da! Eine brutale Frage, wie heisst du? Marc. Schämst du dich nicht? Nein. Wieso nicht? Weil ich es kann. Aber ich würde mich schämen, wenn ich den wäre. Kann man noch Marc heißen? Es gibt viele Leute, die Marc heißen. Ja, eben, das ist genau. Du bist kein Original. Was machst du da eigentlich? Die abknallen. Woher hast du meinen Morgenmantel? Den Morgenmantel habe ich gekauft im Internet. Ja, das kann jeder sagen. Ich habe den gekauft in einem Laden und jetzt hast du ihn an. Also, sie behaupten, ich habe von ihnen gestohlen. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht geschaut, ob meiner jetzt weg ist daheim, aber es sieht so aus wie meine. Schauen Sie einfach nicht. Ich bin sicher, ich habe es nicht gestohlen. Du siehst so alt aus, was die Seiten tun. Oder ich bin einfach höflich. Gell, würde ich auch sagen, weil er sieht ja älter aus als ich, oder? Sag doch jetzt, dass er alt aussieht. Nein, das würde ich doch nie sagen. Du wünschst zwei Filme, wenn du sagst, dass er alt aussieht. Ja, in dem Fall. Super, wirklich leid, und du wünschst drei, wenn du sagst, er sieht trotzdem älter aus. Kriege ich fünf, wenn ich es beides sage? Nein. Ah. Nein, vier, wenn du sagst, er sieht sowieso 10 Jahre älter aus. Ja, er sieht sowieso 10 Jahre älter aus. Ich bin der Film verteilt. Ja, das ist Pech. Aber ich bin sein Chef, weißt du? Ja. Das ist so eine Zäpfle-Kanone, oder? Eine Zäpfle-Kanone, genau. Nein, die schießt einfach Heilung. Der Markus macht dann die Endabrechnung und der dürfen dann wieder gehen, weil die sind ja freiwillige Helfer, haben wir gehört. Wir sind freiwillige Helfer, genau so ist es. Das sind einfach die, die sagen, ja, wir helfen dem jetzt einfach, wir wollen nichts dafür. Wir bekommen schon etwas dafür, so ist es nicht. Weißt du? Eben, noch Gewicht und Stückzahl. Eben, haben wir ja gerade. Ja, wir sind jetzt so mit Steuer-TV. Weißt du Steueramt davon, dass du hier illegal Geld kassierst? Bitte? Weißt du Steueramt davon, dass du hier illegal Geld kassierst? Weiß gar nicht davon, ne? Weiß gar nicht davon. Gut, Steueramt, du hast es gehört, wie ist schon wieder dein Name? Ich kassiere gar kein Geld. Gar kein Geld, okay. Aber wie kommen wir jetzt also auf die Idee, als, wie soll ich das jetzt ausdrücken, homoerotisches Basketballteam an die Fantasy Basel zu kommen? Frauen stehen drauf. Was ist besser, als du es dir vorgestellt hast? Und was ist schlechter, als du es dir vorgestellt hast, abgesehen von der Größe? Das ist eine gute Frage. Nein, ich stelle nur die dumme vorgestellt an. Das ist... Besser, als ich mir vorgestellt habe, ist sicher, dass es... komische Leute gibt, die dich blöd das Mikrofon ins Gesicht heben, genau. Und dann hast du einen Film gefunden. Nein, das finde ich schlechter, als ich es mir vorgestellt habe. Wettkampf ist am Start. Wetter, oh ja, und das ist fast zu hoch, da kommt er fast nicht mehr dran. Aber knapp reicht es noch. Und voll die Aggressivität gegen die Wand rauslassen. So haben wir es gern, so sehen wir es in der Offensive. Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn der Wettkampf auf dem Spielfeld steht, da bleiben keine Vierecke mehr. Und da sieht man das Größenproblem. Ja, das hat er halt, da kann man nicht viel machen. Aber Rot, Blau und Grün hat er natürlich souverän erreicht. Beim Pinken, da ist er immer ein bisschen zurückhaltend. Das haben wir schon bei den letzten Spieltagen gesehen. Aber ins Elfmeterschießen wird das nicht schaffen. Wie viel hat die Karnik? Karnik, wie viel? 30. Wie viel hat er gemacht? Nein! Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt mit unserer Sendung, die wir hier am Fantasy Basel aufgenommen haben. Können jedem nur empfehlen, der das ja nicht hierher geschafft hat, also nächstes Jahr sich das Datum sicher reserviert, wo dann bekannt gegeben werden wird oder so. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.